Das war mein Gehörgang. Aua. Entschuldigung. Geist, friss mich Man auf. kann sich oben im Flur verstecken. Zumindest im linken Schrank. Lustiger Bug. Sorry, ich hatte gerade Standbild. Ich hab die ganze Zeit Türen klicken bei mir gehört. Was war mit dem Schrank? Man kann sich oben im Flur in den linken Schrank verstecken. Garage ist dicht, was Verstecke angeht. Im Keller kann man sich auch verstecken. Und Strom ist an. Hi. Upsi. Jungs, Schlafzimmer oben ist auch frei. Wie denn? Unten im Wohnzimmer? Martin hat sich da die Todesmutter versteckt. Die kam mir gerade raus, mir entgegen. Ich bin schon genug gestorben heute. Sagt der, der uns beide schon zweimal getötet hat oder so. Wir sind alle schon oft genug gestorben, will ich damit sagen. Nicht nur du. Ich nehm dir das nicht böse, Ronin. Ich wollte nur sagen, dass wir alle oft genug gestorben sind heute. Komm wieder mit rein. Hat denn schon wer das Cursed Object gefunden? Nope. Bitte. Ah doch, hier, Tau-Karten. Ohnen. Hey. Na los. Ja, nicht wundert, dass in die Küche was geworfen. Nee, alles gut. Wo bist du? Oh, Buch. Buch und Box, yay. Könnte auch immer noch ein Dirochen sein. Ja. Aber ein Orb sehe ich nicht. Warte mal, wir können testen, ob es in die Ohren ist. Jetzt mal. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo 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 bist du? Wie alt bist du? Scheint kein Diochen zu sein. Wo bist du? Woran erkennst du das? Er macht nicht. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie war's denn? Die Ochen hat eine 33%ige Chance, dir ins Ohr zu hecheln, wenn du die Box benutzt. Okay. Oh, Event. Ja. Hi, Oma. Ging jetzt nur bis Nummer 4 hoch, das Event. Oh, 4.
Event halt, ne? Spirit, Poltergeist, Mare, Mohoi oder... Oh! Ich teste mal, ob es Mohoi ist. Wie? Der Spieler, der eine Antwort durch die Spiritbox bekommt, wird verflucht. Achtet einfach mal drauf, ob meine Sanity runtergeht. Ich habe eine Kerze an. Sollte nicht runtergehen. Ich weiß nicht genau, ob das runtergehen ist oder nicht. Also es wechselt ständig zwischen 49 und 53. Aber mehr nicht. Also, wurde ich nicht verflucht, dann ist es kein Mohoi. Wurde es anscheinend nicht verflucht, also kein Mohoi. Aber sie hat meine Kerze ausgepustet. War leider keine Aufgabe. Wohnen. Dann ist es Spirit, Poltergeist oder Mare. Na, was hast du mit ihm gemacht? Lass mich kurz reden. Er hat gesagt, dass er ja schon viel zu oft gestorben ist für heute, ne? Hat er ja vorhin gesagt. Und da habe ich dann gesagt, sagt derjenige, der uns beide schon mindestens zweimal getötet hat. Ich wollte damit aber lediglich sagen, dass wir alle drei heute schon mehr als genug gestorben sind. Schlag dich selber. Kann ich auch. Ernsthaft jetzt? Jetzt ist er rausgegangen. Läuft sehr gerne durch das Salz. Hammerfinger, Dings. V. Hier vorne. Okay. Da war zumindest einer. Hi! Oh. Unsere schöne Lampe, die war teuer. Das würde für eine Mare sprechen. Mare machen sehr gerne Lichter aus. Ja, die mögen ja auch kein Licht. Du wirst nie eine Mare jagt. Vorbei? Ich glaube. Ja. Also ich höre heute nichts mehr. Wer ist raus, raus? Bitte was? Ja. Wer ist raus, raus? Ja, hab ich doch gesagt, der ist rausgegangen. Spirit oder Poltergeist ist es. Ich werde einfach nie wieder mit euch Phasmo spielen. So. Warum? Dann, was hab ich getan? Nein, dann treibe ich Ronin nicht mehr. Also warum Räucherstäbchen während der Jagd? Aber ich brauche das Drücke oder EMF.
Er war ja am Jagen, also checke ich mal die Türen ab. Wo ist der denn überhaupt lang gegangen? Ich habe keine Ahnung. Upp. Also ich weiß nur, hier diese Türen, die hat er alle nicht angerührt. Oder zumindest hat er keine Fingerabdrücke dran, falls er sie angerührt hat. Wenn es EMF wäre, dann wäre es ein Spirit. Haben wir hier ein EMF? Ja, haben wir. Oh, Tür. Wollte gerade sagen, müsste, weil... Zweimal die Tür. Ja, aber keine Fingerabdrücke. Dann kannst du ein Spirit sein. Jagd. So. Stimmt ja, Räucherstäbchen. Räuchern. Fertig. Hi. Ich mochte dich. Aber ich sehe nicht. Oh, keine Ahnung, ich habe Spirit eingetragen. Okay. Ja. Ich wüsste auch nichts anderes. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... War ein komischer Geist. Mal wieder.